Ja, jetzt habe ich ein Problem. Toll. Schön. Wo kann ich hier lang? Okay. Ich brauche eigentlich erstmal nur ein bisschen Munition. Ich kann jetzt natürlich zurück in meine Knarre holen. Oh. Scheiße! Das war dumm, das war dumm. Komm, lass mich los. Fuck! Alter, meine Leute sind aber auch echt strunzendämlich und helfen mir kein Stück. Echt. Oh, anstatt dass der Arsch mit der Pistole mal mitkommt. Jetzt sind die Speicherpunkte jetzt ein bisschen beschissen als vorher. Oh, es kann doch nicht angehen hier. Verfluchte Tat. Ich will bis King Kong heute kommen. Wer ist angerufen oder was? Ja, komm, hier, verpisst euch. Da war ich vielleicht ein bisschen übereifrig, gebe ich zu. Ist okay. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Oh, wie geil. Abigail. Also, wir klappen auf dein Leben, ist okay. Aua, aua, aua. Komm. Also in der Situation muss man eigentlich immer nur die ganze Zeit prügeln, wo bin ich? Da hätte ich einfach ein bisschen warten sollen. Dann wüsste ich jetzt auch, wo ich bin. Ah, okay, komm. Vielleicht sollte ich erstmal einfach meine Kanonen jetzt hier leer ballern. Du Wichser, du Wichser, du Wichser. Ja, vielleicht kriege ich ja schon beide hier mit platt, aber das bezweifle ich stark. Komm, komm, komm. Kommst du wieder, oder was? Fast trocken, ja, ich weiß. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt, wenn ich den Blink jetzt zuschmeiße. Okay, der erste ist tatsächlich tot. Geil, okay, super. Das sieht schon mal besser aus. Oh, aber es dauert so lange, ne? Schrecklich, schrecklich. Achso, okay, gut, dann sollte ich ihm vielleicht auch erstmal helfen. Komm. Gib mir deine Waffe! Schmeiß rüber! Schmeiß rüber! Ja, das ist natürlich geil. Das ist natürlich richtig geil jetzt hier. Einmal bitte. Stern. Okay, er ist tot. Gut, 30 Schuss haben wir noch. Wir haben jedes Mal immer... Nee, 40 Schuss. Ich wollte gerade sagen, wir haben immer weniger Schuss übrig. Ich schieße also immer schlechter. So, aber jetzt bin ich zuversichtlich, wenn der eine jetzt tot bleibt, dass wir das jetzt auch endlich mal packen. So. Verdammte Scheiße. So, jetzt geh da rüber, du Penner. Ich kümmere mich um den zweiten. Und wir verstehen uns. Der kriegt vorher nochmal einen schönen Zahnstocher ins Gesicht gerammt. Boah, bitte lass es nur einen sein. Bitte, bitte, bitte. Sieht schon mal gut aus. Ach, ist das schön. Ist das schön. Ist hier noch direkt der Schalter. Wundervoll. Also der Hebel. Jetzt kommen sie auch rüber. Ihr feigen Penner. Echt. Ich glaub das nicht. Oh, ey, es ist doch nicht zu glauben. Solche... Ja, komm, jetzt macht ihr beide das mal bitte. Jetzt muss ich dann auch noch machen. Ich rette hier alle Leben, ne? Oh. Wir müssen einen finden. Und beten Sie, dass es hier gut geht sonst. Ich muss gerade leider meinem Unmut gerade einfach mal ein bisschen Raum geben. Abschnitt geschafft. Sieht für mich zumindest so ein bisschen danach aus jetzt, oder? Ah. Nope. Mach doch mal bitte Platz. Ja, pack mal deinen fetten Scheiß da vom Rücken weg. Komm schon, Baby. Ah, diese Ruhe nach dem Krieg, das finde ich gut. Das tut gut. Oh, das ist noch nicht, das war nicht King Kong. Auf jeden Fall waren das Menschen. Preston! Jimmy! Seid ihr da? Jimmy! Na gut, dann. Klingt fast so, als würden wir ihren 8-Meter-Gorilla finden. Nein. Das war nicht Kong. Das war etwas anderes. Klar war das Kong. Okay, wir machen eine kurze... Ach so, der Schrei. Nee, das war nicht Kong. So. Das sieht nach einem... Ja, das sieht nach dem Ende aus, genau.
Ja, ein Kapitelchen würde ich jetzt gerne noch machen. Bin zwar gleich in 2 Stunden, aber... Ach, scheiße. Ich behaupte mal, das war auch nicht Kong, oder? Und bleibt wachsam. Ich habe keine Ahnung, was sie angegriffen hat, aber mein Gefühl sagt, dass es nicht weit weg ist. Ich erinnere mich jetzt schon an Tomb Raider. Ah, okay. 2 Reservemagazine. Super. Warum eigentlich 2 Reservemagazine? Ich habe 1 Reservemagazin und 1 habe ich drin. Voll Idiot. Das sieht schon ein bisschen schön aus, oder? Gefällt mir. Oh, was war da hinten? Da ist doch was bewegt. Wohin? Ach so, Jimmy. Ach du Scheiße. Okay. Ich glaube, ich fange gar nicht erst an zu schießen. Ja. Ich lauf mal, ne? Schon mal vor. Ja, Hebel. Ihr habt doch Lack gesoffen. Wie soll ich den Haufen halten? Hier mit meinem Plastik geschossen, oder was? Alter. Du lässt das schön... Nee, womit denn? So, puff, 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 puff. Oh, das sind doch garantiert ein Scheißdreck. Ich glaube, auch hier Instant Death wahrscheinlich, ne? Au! Alter! Hast du mich gerade gebissen? Was fällt dir eigentlich ein? Melancholische Musik? Gut, ich habe gerade gesehen, also was eventuell funktionieren könnte, ist die Tür offen. Oh mein Gott. Oh, steh dich rum, lock ihn hier weg. Fick dich, echt. Wenn ihr so lange braucht, diese Kacktür zu öffnen, ne? Gut, ich glaube, wenn wir die töten, ich weiß nicht, ob das den letztendlich ablenken wird. Oh, jetzt nehme ich hier mein Handy total ab. Ja, hab ich doch gesagt. Ich hab ja da, guck mal, hier ist tote Fledermaus. Guck mal, hier. Sie ist tot, okay, sie ist tot. Bitte gib mir dann, sag mal kurz Bescheid, wenn, das offen ist, ne? Ich brauch noch mehr Fledermäuse. So, Gegner, bitte spawnt. Nicht! Hier! Guck mal! Hallo! Hier bin ich! Oh, Scheiße. Ja, lass dir ruhig Zeit. Lass dir Zeit, habe ich gesagt. Lass jetzt... Ich hab dir gesagt, du sollst dir Zeit lassen. Oh, du Scheiße, ich sehe nur so einen Mund auf mich zukommen. Oh, lauf, 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 lauf. So, okay. Doch, das Ding doch ganz! Das war jetzt meine letzte Hoffnung. Ist die Tür jetzt langsam mal offen, Kollegen? Kann ich ihm auch eine ziehen? Ist jetzt böse, weil ich ihm eine gezogen habe? Fledermäuse? Keine mehr da. Nee. Scheiße. Okay, ich muss irgendwie an dem vorbeikommen. Ein Reservemagazin. Komm da lang. Ja, ich würde ja gern. Allerdings, ne, habe ich da ungefähr so ein 400 Meter und 1000 Tonnen schweres Teil an mir. Ja, scheiße. Lauf. Bitte. Oh mein Gott! Der kommt hier nicht durch, ne? Oh. Oh. Alter. Okay. Ja. Scherzkeks. Ja, wo seid ihr denn? Ja, hier. Ihr Scherzkekse. Ich sehe hier doch nichts. Das ist natürlich hier falsch. Ja, aua. Scheiße, ich komme nicht mehr zurück. Ich bin tot. Ich bin sowas von Geschichte. Naja, fuck it. Ja, ich konnte ja nichts mehr machen. Ich habe nicht gesehen, wohin die abgehauen sind. Ja, vor allem, die stehen auch einfach die ganze Zeit nur rum und sagen, hier, leg den ab. Wir suchen schon mal ein Versteck. Oder verstecken sie sich, dann finden wir die nicht mehr wieder, die Wichser. Auch das muss ich auch nochmal machen. Ist so ein Scherz jetzt, oder? Oh. Am Anfang waren die Speicherpunkte sowas von
überaus nett, ne? Und jetzt sind die richtig arschig. Dass man genau die Kackstellen, wo man froh ist, dass man die überhaupt schon mal geschafft hat, nochmal machen muss. Alter, bitte töten. Guck. Bist du tot? So, okay. Alles cool, alles cool. Ich habe hier noch einen. Guck mal, Essen für dich. Happer, happer. Viel lang braucht ihr nicht. Die Tür ist doch schon offen, so gut wie. Okay, ich will in der Nähe der Tür bleiben. Ja, warum ist er denn jetzt so schnell tot? Scheiße! Oh mein Gott, okay. Auf ein neues! Das Kapitel mache ich noch, das wird jetzt das letzte sein heute. Scheiße, dass ich es dann noch nicht geschafft habe, bis zu King Kong vorzudringen. Ich muss erstmal hier von dem Sack entkommen. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Das hat mir am ersten Mal auch nicht gesagt, ne? Der hat am ersten Mal irgendwie meine Klugheit herauszufinden. Warum ich. Da, der kommt jetzt tot auf der Maus. Nur für dich. Okay, komm her. Ja, scheiße, jetzt muss ich jetzt mich nicht wieder herhalten als Köder, ne? Verdammte Scheiße, guck mich an. Hey Jack, kannst du mir hier mal helfen? Bist du eigentlich bescheuert? Wobei soll ich dir denn hier helfen? Das ist euer Bier, die Tür zu öffnen. Ich habe hier eh schon den beschissensten Job von allen. Das Ding, das bleibt heile, ne? Ja, das bleibt nicht heile. So, dann stelle ich mich jetzt einfach mal hier hin. Alter, die Tür ist doch schon offen. Da kommen wir doch locker durch. Fuck. Hallo? Okay, die Tür ist offen. Ich muss hier raus. So, wo habt ihr euch versteckt, ihr Penner? Guter Schuss. So, zeigt es mir. Oh, komm zurück. Da! Der macht das Ding doch eh kaputt. Das wisst ihr genauso gut wie ich. Also kommt schon mal ins Wasser. Leg ihn ab, Jack! Mit deinem 29 Schuss. Er wird ja alles auseinandernehmen. Das ist das so? Nicht mehr lange durch. Zieht euch so weit zurück, wie es geht. Schon geschehen. Ja, du bist aber noch ziemlich weit vorne. Okay. Keine Box. Nicht die kleinste Bewegung. Das ist unsere einzige Chance. Wie bei Jurassic Park. Okay. Danke, Ann. Unsere einzige Schauspielerin. Ich bräuchte aber wieder ein bisschen neue Munition, Haze, ne? Was höre ich denn hier schon wieder? Oh, Alter, wie ich den hasse gerade dafür, ne? Wie sehr ich ihn einfach nur hasse. Beeilung. Suchen wir nach Überleben. Jamie! Warum wird der Dinosaurier jetzt eigentlich nicht von unseren Schreien angelockt? Der läuft immer los und sagt währenddessen hier entlang. Der soll erst sagen und dann laufen. Wohin des Wegs? Ah, hier fehlt wieder ein Hebel. Ist ja klar. Jack, kannst du noch? Ja, ich kann auch.
Aber ich weiß nicht, wo der Hebel ist. Da schießt mein Problem. Also hier können wir nicht suchen. Nee, da ist Ende im Gelände. Das heißt, irgendwo muss hier wohl noch der Pflock sein. Speer können wir natürlich nicht missbrauchen. Das finde ich ein bisschen doof. Natürlich können wir auch andere Gegenstände dafür missbrauchen, aber das geht leider nicht bei dem Spiel. Das muss schon ein Hebel sein. Kann ich ihn hier vielleicht rausziehen? Ah, komm, zieh raus, das Scheißding. Nee. Okay. Aber ich sehe hier leider wirklich nicht so viel. Also sind da eigentlich immer recht deutlich erkennbar, die. Da ist er doch, oder? Ja. Okay, dankeschön. Wo stichst du eigentlich hin? Also wenn ein Mensch gegenüber stünde, ne? Das könnte schmerzhaft werden. Ah, ist aber schön, einfach jetzt mal hier gerade eine ruhige Zeit zu haben. Ohne T-Rex-Brumborium. Macht ihr das jetzt, oder was? Oh, wenigstens etwas. Da gönnen sie mir doch mal ein bisschen Zeit zum Durchatmen, aber ihr braucht viel zu lange dafür. Jack, Vorsicht, da kommt was raus. Okay. Unu. Gut, hier können wir, glaube ich, nicht lang. Ja, super. Oh mein Gott. Nee. Er hat Lampi völlig zerrissen. Wo ist Lampi? Ich will Lampi auch sehen. Warte nicht auf uns. Wir gehen außen rum. Beeil dich und hinterher. Ja, du hast mich auf mich allein gestellt. Ah, okay, 29 Schuss. Können wir jetzt mit King Kong spielen? Na, noch nicht, okay. Gut, aber hier höre ich jetzt auf für heute. Speichern, jawohl. Also ich muss schon sagen, das Spiel gefällt mir. Doch, es ist... Ja gut, es hat natürlich seine... Also kann ich jetzt schon mal sagen, seine Nachteile. Es ist sehr viel gescriptet. Es ist sehr, sehr viel... beziehungsweise es ist sehr linear. Und es gibt ja eigentlich nichts zu tun, außer das Spiel zu schaffen. Das ist mir jetzt schon mal in der ersten Aufnahme aufgefallen. Aber das, was es macht, macht es ziemlich gut. Also ich finde, die ganze Atmosphäre ist ganz geil. Ich bin hier immer wirklich gespannt, vor allem, weil man hier auch nicht unbedingt, es ist jetzt hier kein Medal of Honor, wo man 40 Soldaten auf einmal töten muss oder so, sondern man ist hier schon sehr verletzlich. Und ich sag mal, wenn man jetzt hier so einem Dinosaurier gegenübersteht, da sind echt teilweise spannende Kämpfe, weil man wird hier weder mit Munition zugeschissen, noch hält man wirklich, man hält zwei Schläge aus. Also der erste ist so eine Warnung von wegen, pass auf, ne, das nächste Mal. Und der zweite ist, gut, du hast nicht aufgepasst, jetzt bist du tot. Und das, finde ich, macht bei dem Spiel halt die ganze Spannung aus. Also bisher. Auch von der Grafik her ist es okay, von der ganzen Inszenierung und Präsentation kann man eigentlich auch nichts gegen sagen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich hoffe, euch gefällt die Spielwahl auch, beziehungsweise, dass euch das Spiel gefällt, selbst wenn ihr es vorher noch nicht kanntet. Ich weiß nicht, wie es zum Zugucken ist, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich jetzt gesprochen habe, weil ich bin jetzt total in das Spiel versunken gewesen. Und, ja. Sagt dann einfach, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich schätze mal, beim nächsten Mal werden wir auch King Kong sehen. Ich denke mal, das hier wird jetzt wahrscheinlich das letzte oder vorletzte Kapitel sein, wo wir mit unserem Kollegen jetzt hier spielen. Zumindest behaupte ich das mal, weil ich kenne ja so ungefähr zumindest die Geschichte des Buches. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr sie jetzt hieran angelehnt ist. Das heißt, ich überlege gerade... haben wir auch gerade schon gesehen, dass da ja auch noch ein Kampf kommen wird zwischen Kong und einem anderen Viech. Und dass die End scheinbar entkommen kann. Das ist ja, glaube ich, immer so ein kleiner Spoiler auf das kommende Kapitel. Und, ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nächstes Mal auch mit Kong spielen können. Wenn denn die Demo, vielleicht waren das auch nur Sequenzen, die uns gezeigt worden sind, aber es sah für mich so eher nach Spiele-Grafik aus dem Spiele-Engine. Gut, also, ne, das war's dann für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag und danke fürs Zuschauen und, ja, bis zum nächsten Mal, ne? Tschö, tschö!